So, hi Leute, willkommen zu einem weiteren Mystery Unboxing. Ich habe mal wieder was Feines mir zuschicken lassen. Das Paket lege ich mal für euch hin. Und ich hoffe, ich meine, jetzt mal so mal irgendwie Real Talk. Es ist halt wirklich nicht die beste Webcam und ich hoffe, ich kann euch trotzdem ein wenig unterhalten. Und ihr seid trotz alledem gespannt, was ich mir immer so stelle und bin live dabei, also, wenn ich die Sachen auspacke. Ne? Wenn ich irgendwann mal eine bessere Kamera habe, dann dementsprechend das auch vielleicht eine bessere Qualität. Aber erstmal machen wir ganz billig so weiter. Ich habe da mega Spaß mit und möchte gerne teilen, was ich mir denn so bestellt habe. Dementsprechend mache ich das halt einfach. Wir machen das Ganze jetzt mal hier auf, das Paket, was ich mir geholt habe. Und wir haben hier zwei Spiele. Zwei Spiele. Ich habe mir zwei Spiele geholt, weil versandtechnisch hat das keinen Unterschied gemacht. Deswegen zeige ich euch die beiden Spiele einfach einmal. Wir haben hier für den PC-CD-ROM Lego Star Wars 2, die klassische Trilogie, Episode 4 bis 6. Genau. Und zu Episode 1 bis 3 auf jeden Fall schon echt ein Klassiker. Du konntest, im Vergleich zum ersten Teil konntest du auch mit deinem Blaster ausweichen. Grafik nochmal was hübscher natürlich. Und du konntest dir deinen eigenen Charakter designen oder sowas. Das konnte man im ersten Teil schon. Ich weiß gar nicht. Ups, und da fliegt die Directly raus. Ja, so sieht das Ganze von innen aus. Sollten, ich denke mal, so ein paar Leute von euch auch kennen von früher. Ich meine, das Game ist mittlerweile schon ein bisschen was alt und es war wirklich echt ein Klassiker von Lego. Und ich habe es damals echt abgefeiert. Für die PlayStation hatte ich das damals mit meinem Bruder gespielt. Also mal so ein paar Seiten, die ich euch einfach mal ein bisschen zeigen möchte. Erkläre ich auch schön mit Anleitung. C3PO, der einem so ein bisschen was erklären möchte. Ja, mega, richtig cool. Ich kann ja mal kurz gucken, aus welchem Jahr das ist. Originaltrilogie war, glaube ich, von 2005. Diese hier ist, ich glaube, gerade mal 2006. Mega cool. Echt ein Klassiker. Legen wir mal direkt ab und dann kommen wir direkt auch zum nächsten Spiel, was ich gedacht hatte, gut, das nehme ich auch direkt mal mit. Ja, ich wusste gar nicht mehr, dass ich das mitbestellt hatte. Ich hatte nämlich zwei Angebote bei eBay Kleinanzeigen, müsst ihr wissen. Eins war natürlich, hatte ich einzeln gekauft. Der Typ hat mir das dann zurückgesendet, das Geld, und das war wohl irgendwie doch schon vergriffen. Das ist dann Lego Star Wars für den PC-CD-ROM, das Videospiel, nicht die Trilogie, sondern das Videospiel, ja. Eines meiner ersten Computerspiele, damals mit einem Kumpel gezockt. Bei ihnen, weil ich hatte das selber nicht. Episode 1 bis 3, auch der Kampf gegen Grievous, war natürlich legendär gewesen. Das ist so geil, ohne Witz. Jetzt habe ich die beiden schönen klassischen Lego Star Wars Games. Also ich habe jetzt auch noch also Clone Wars habe ich hier noch liegen. Und die komplette Saga. Also ich habe jetzt eigentlich alle nennenswerte Star Wars Spiele hier liegen. Auch wieder mit Anleitungen. Ähnlich wie bei ja, das geht bei dem Game, was ihr eben gerade gesehen habt. Ich hoffe, es ist einigermaßen interessant irgendwie für euch. Hier haben wir nochmal was für Lego. Auf der Rückseite haben wir dann den Obi-Wan. Was ist das denn hier? Ja, guck mal. Nvidia. Ja, feiere ich richtig ab. Also beide Lego-Spiele. Habe auch nur den Versand getragen, hatte da in der Hinsicht wieder etwas Glück gehabt für diese beiden Spiele. Nur den Versand getragen von, ich glaube, 2,20 € und ich finde, das ist echt, also zwar zu verschenken und ich habe mir das direkt mal mitgenommen, finde ich echt super schön. Beide Lego Star Wars Spiele. Ich meine, die gibt es auch, wie gesagt, in der kompletten Version, könnt ihr euch vielleicht auch irgendwann mal zeigen. Habe ich jetzt gerade eingepackt, aber diese beiden, sprich, gibt es auch in der kompletten Version. Aber das sind halt einfach beides Klassiker.
Das kann man nicht anders sagen. Wunderschön, ich freue mich wirklich. Und damit, ja, beende ich das Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir sehen uns dann das nächste Mal wieder, Leute. Haut rein. Bis dahin. Ciao, ciao.